Hallo, schönen guten Tag. Ich bin Thomas von XOR Electronics und heute werde ich euch mal einen kleinen Anfängerkurs geben zum NerdSec. Und das, der Plan ist, dass das der erste Teil von mehreren sein wird, um alle Funktionen auch tatsächlich zu erklären. Eben über mich, ich bin XOR Electronics, Entwickler und alles, was man hier halt machen muss, hierfür. Und wohne seit 15 Jahren in Holland, südlich von Rotterdam. Dann wisst ihr schon mal direkt Bescheid für den Fall, dass ich mal die deutschen Worte nicht finde. Dann liegt das daran, weil man verliert natürlich auch manchmal ein paar Sachen innerhalb von 15 Jahren. Gut. Heute geht es darum, ein paar von den Basisfunktionen zu erklären. Und da legen wir mal direkt los. Der NerdSec selbst ist ein Eurorack-Sequencer. Einer der komplexeren, würde ich sagen, oder der vielleicht sogar der besseren. Aber das ist ja immer wieder individuell für jeden, was dann halt der beste Sequencer ist oder so. Na, im Endeffekt geht es natürlich ja darum, was für jemand persönlich halt das Beste ist. Der NerdSec ist ein Tracker-Sequencer und da gehen wir mal direkt zurück so zum Punkt, was ist ein Tracker? Tracker ist eine Form von Sequencing. Was zurückführt zu den ersten, tatsächlich Computer-Softwares für Sequencing, um Musik zu sequenzen. Ich würde vielleicht sogar sagen, der Tracker ist die Mutter aller Sequencern, aber ist wahrscheinlich auch gar nicht so. Ein großer Unterschied zwischen Trackern und anderen Sequencern ist halt, dass bei Trackern alles vertikal läuft, also von oben nach unten. Und bei den meisten anderen Sequencern oder DAWs läuft halt alles von links nach rechts, die Timeline. Zum Beispiel bei einem Piano-Roll oder so. Das ist einer der größten, markantesten Unterschiede zu anderen Sequencern. Wie komme ich zu einem Tracker? Ich habe eigentlich schon immer Musik mit Trackern gemacht. Ich denke mal seit Ende der 80er oder Anfang der 90er vielleicht so. Und bis heute. Und irgendwann kam halt die Idee, einen Sequencer zu machen oder einen Synthesizer eigentlich zu bauen. Und da ist halt der NerdSynth draus entstanden. Und was eigentlich hier wie der NerdSec ist, nur dass es halt eine Standalone so eine Art Groovebox ist, aber dann mit demselben Benutzerinterface wie der NerdSec. Daraus ist dann erstmal, um tatsächlich mit zu beginnen, ist dann halt der NerdSec entstanden und den gibt's halt jetzt. Oder gibt's halt schon länger, aber der ist halt verfügbar. Gehe eigentlich direkt mal weiter zum Rack und dann kann ich euch erstmal erklären, was ich im Rack habe und wie der NerdSec aussieht, was für Erweiterungen es dafür gibt und so weiter. Und dann gehen wir halt zum Teil, dass wir ein paar Sequenzen programmieren und ein bisschen Erklärung. Eben zum Rack schalten. Hier sind wir beim Rack. Und da kann man erstmal direkt sehen, hier ist der NerdSec. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Einmal in Grau oder Silber, wie man es je nachdem wer sagt. Dann gibt es den in Schwarz oder halt in dem Fall hier in ein Mix zwischen Schwarz und Silber oder Grau. Das ist der NerdSec. Und für diesen Kurs oder Tutorial habe ich eigentlich ganz einfache Patches gemacht, ganz einfache Stimmen,
um das dann halt dafür nicht zu komplex zu machen. Also dafür benutze ich halt den Triple Oszillator von MFB. Dafür benutze ich meinen eigenen Just a Wave Oszillator. Na, das ist ein Do-it-yourself-Kit, den ich mal gemacht habe und irgendwie immer bei Workshops mal mitnehmen. Und die Oszillatoren, die gehen dann halt über den Döpfer-Envelope und dann über einen Bastel-VCA und dann noch ein bisschen über ein paar Filter und Wave-Shapes und so weiter, um dann halt den Klang ein bisschen interessanter zu machen. Aber eben mal zurück zu meinen Sachen. Also wir haben hier den Nerdsack. Und zum Nerdsack gibt es dann auch mehrere Erweiterungen. Und oder halt Expander. Und na, die habe ich dann auch hier im Rack drin. Und eine Erweiterung wäre dann erstmal der MIDI Expander. Verfügt über MIDI In und Out. Und der Name sagt schon, man kann halt andere Synthesizer damit sequenzen. Oder halt von externe MIDI-Data reinkriegen und aufnehmen und so weiter. Der MIDI-Expander oder der normale MIDI-Expander hat auch einen Sega Gamepad-Port. Kann man Sega Gamepad anschließen und damit auch navigieren oder zum Beispiel die Knöpfe als Triggers für Drums und so weiter benutzen. Und dann gehen wir weiter. Dann habe ich eigentlich noch einen kleineren MIDI-Expander. Na, der liegt hier so ein bisschen drunter. Und das ist der ist nur 2 HP groß oder breit. Und im Prinzip das gleiche wie der andere MIDI-Expander, nur halt TRS-MIDI oder TRS-A-MIDI. Und da gibt es einen Adapter für DIN-MIDI-Stecker für. Macht aber genau das gleiche, hat dann halt auch einen MIDI-Eingang und an ein oder zwei MIDI-Ausgänge oder ein MIDI-True. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist dann ein Trigger-Expander und der hat halt noch extra 16 Trigger- und Gate-Ausgänge. Und dann haben wir noch einen CV-Expander und der hat halt nochmal 16 extra CV-Ausgänge, wobei hier noch extra Funktionen drin sind, Hüllkurven, also Envelopes oder mehrere LFOs. Das sind die Expander, die im Moment verfügbar sind. Und pro Nerdsack kann man bis zu 4 von den Expandern integrieren oder anschließen, plus einem MIDI-Expander. Also insgesamt kann man 5 Expander mit dem Nerdsack benutzen. Dann habe ich noch einen Expander, der erscheint in Kürze. Und das ist der Video-Expander. Der hat einen HDMI-Ausgang oder halt Composite als Ausgang. Und damit kann man halt das Bild vom Nerdsack auf einem großen Schirm machen. Kann ich mal ganz kurz zeigen. Na, funktioniert. Das ist eigentlich das Bild, was hier auf dem Nerdsack steht. Das wird es in Kürze geben, also ist schon produziert und muss ich nur noch ein ganz kleines bisschen an der Firmware arbeiten. Und dann kommt es in die Läden oder in den Webshop. Der hat auch noch einen USB-Eingang und da kann man halt eine Computertastatur anschließen, um dann halt im typischen Tracker-Style zu editieren, zu sequenzen und noch ein paar Extras halt noch dazu. Gut, dann habe ich hier oben den Dual-Chord-Expander. Den gibt es auch noch nicht. Kommt aber auch irgendwann, denke ich, Ende des Sommers. Und das ist ein zweifach Vier-Stimmen-Oszillator. Das Ganze ist dann hat jeweils einen Audioausgang. Das heißt, man kann 4 Oszillatoren über einen Audioausgang rausgeben. Das Ganze integriert im Nerdsack und damit kann man halt polyphone Sachen generieren. Der hat auch noch einen Gate-Ausgang. Das heißt, man könnte die Stimme direkt in eine Hüllkurve filtern mit dem Gate dabei und dann hat man eigentlich eine komplette polyphone Stimme. Kommt später noch. Dann habe ich den 6CV2-Trägerausgang. Ist eigentlich ein Mix zwischen den beiden Expandern. Und das ist dann halt vor allen Dingen auch, um polyphone Spannungen auszugeben. Also in dem Fall 2x3 Stimmen und dann halt auch wieder ein Trigger-Gate-Ausgang. Auch dann wieder integriert. Aber das kommt später dann nochmal. Ganz neu. Das wird der neue
MIDI-Expander. Und das ist halt ein MIDI-USB-Expander mit einem MIDI-Host-Port, ein MIDI-Device-Port. Also mit dem Host könnte man zum Beispiel ein Launchpad anschließen oder direkt halt ein MIDI-Keyboard, um die Sachen einzuspielen. Der hat dann ein Device, kann man dann direkt am Computer anschließen und dann hat man halt ein NERDSEC-Device im Computer als MIDI-Device. Zwei TRS-A-Porte wieder, Ein- und Ausgang, und I2C oder I2C, wie man es halt sagen will. Und das I2C, da kann man auch halt andere Module mit kontrollieren oder Sequenzen und so weiter. Also hier sind zwei Porte, die sind auch nach hinten ausgeführt und dann kann man halt mit drei kleinen Leitungen kann man das halt zum Beispiel an einen ER301 anschließen oder so. Und das ist tatsächlich auch für In- und für den Ein- und Ausgang. Dann gibt es hier einen Encoder, den kann man drehen und das ist dann halt auch interessant für, wenn man den Launchpad benutzt, kann man halt den Schritt wählen und dann dreht man die Note halt rein. Kennt ihr ja bestimmt von anderen Sequencern, dieses typische Reindrehen oder Reindialen von Noten und ein paar Funktionsknöpfe. Der ist schon in Produktion jetzt, muss ich aber auch noch was in der Firmware machen, dauert auch sicherlich bis Ende des Sommers, bis er dann endlich kommt. Gut, das Simrec habe ich erklärt. Was ich vergessen hatte, ist halt, ich habe das den Quad Drum Voice von FEPME noch für die Drums. Okay, gehen wir mal zum NERDSEC selbst. Hüpp. Da haben wir den NERDSEC. Erstmal hier in der gemixten Ausführung, also Silber, Grau und Schwarz. Und ich werde jetzt mal eben kurz in die Details gehen. Na, hier haben wir erstmal den Bildschirm, 3,5 Inch oder 8,89 cm in der Diagonale. Dann haben wir mehrere Ausgänge. Insgesamt haben wir zwei Spalten von jeweils 6 Ausgängen für CV-Spannungen. Also in dem Fall haben wir CV, naja, das sind dann 6 Ausgänge und Mod auch nochmal 6 Ausgänge. Im Prinzip sind alle beide Ausgänge gleich. Also die Ausgänge, die können alle 12 in dem Fall können Noten oder Pitches oder Spannungen ausgeben. Wobei die CV-Ausgänge ein bisschen mehr ausgelegt sind, um tatsächlich Noten zu spielen, und die Mod-Ausgänge mehr ausgelegt sind, um Modulationen auszugeben. Aber man kann mit alle beides machen. Und jede Spalte von CV-Ausgängen hat jeweils auch einen Offset-Switch. Und damit kann man wählen, ob die Ausgänge bipolar sein sollen, also minus 5 bis plus 5 Volt, oder unipolar und dann geht es von 0 bis 10 Volt. Also wenn man Noten spielen würde, würde man von 0 bis 10 Volt gehen, wobei dann die Note C0 wäre dann 0 Volt, C5 wäre 5 Volt, C10 wäre 10 Volt. Wenn man zum Beispiel ein LFO rausschicken will oder so, dann ist vielleicht eine bipolare Sache interessant. Da würde man den Offset-Switch halt auf bipolar schalten, also die Mods-Ausgänge dann bipolar. Dann haben wir 6 Trigger- oder Gate-Ausgänge. Die arbeiten mit dem 5-Volt-Standard. Das heißt, 5 Volt ist Gate an. Und 0 Volt ist Gate aus. Und die können halt kurze Pulse, Trigger, Retriggers, also wiederholende Triggers oder Ratcheting generieren. Insgesamt haben wir eigentlich 8 Spuren oder 8 Tracks, wovon 6 für eigentlich diese Ausgänge gedacht sind. Das heißt, ich habe hier 6 Ausgänge und wenn man hier horizontal guckt, gehören die drei zusammen.
Und die drei gehören zusammen. Das ist der zweite Spur, die dritte Spur, die vierte Spur. Das heißt, pro Spur kann man erstmal in der Basis zwei CV-Spannungen und einen Trigger oder Gate benutzen. Aber wenn man mal tiefer reingeht, man kann eigentlich mit allen Spuren auch tatsächlich alle Ausgänge manipulieren. Gut, dann kommen wir hier weiter nach unten und da haben wir die Sample-Ausgänge oder Audio-Ausgänge. Das ist dann zweimal und hier können dann je Ausgang können dann entweder jeweils zwei Samples abgespielt werden oder halt kann das Ganze als Oszillator funktionieren mit verschiedenen Wellenformen oder als FM-Synthesizer. Das sind zwei Mono-Ausgänge. Hier haben wir Clock und Reset. Hier werden die typischen Eurorack-Clock-Signale generiert, wobei man hier aus verschiedenen Clock-Typen wählen kann. Also das klassische 1/16 Eurorack-Clock oder moduläre Clock. Oder halt D-Sync kann man hier auch mit generieren. Dann kann man mit einem Adapterkabel kann man ist das halt der Clock und das ist der Run-Signal. Oder halt Sync 24, also 24 ppqn Clock. Dann haben wir links die Eingänge. Das sind vier CV-Eingänge, die haben einen Bereich von 0 bis 10 Volt und die können benutzt werden, um entweder interne Funktionen im Sequencer anzupassen oder halt zum Aufnehmen von CV-Signalen oder halt zum Aufnehmen von Noten oder zum Triggern von Samplen und halt verschiedene Möglichkeiten. Hier auch wieder Clock-Eingänge und das akzeptiert auch eine Sequencer-Clock von 1/16 oder halt D-Sync 24 ppqn Clock. Hier haben wir verschiedene Knöpfe. Hier haben wir Navigationstaster, bekannt von der Computertastatur. Verschiedene Funktionsknöpfe: Start, Stopp, OK, hoch, runter oder Page Up, Page Down. Und ein Shift-Knopf, mit dem man halt eine zweite Funktion von einem Knopf benutzen kann. Die oberen Taster sind hauptsächlich, werden hauptsächlich benutzt, um zwischen den verschiedenen Bildschirmen zu schalten. Oder halt für generelle Editierfunktionen, also markieren, kopieren, löschen und so weiter. Hier kommt eine SD-Karte rein, eine Micro-SD-Karte, und da kann man halt Projekte laden und speichern oder Samples hinterlegen, die dann wieder auf den Sample-Ausgängen abgespielt werden können. Gut, das war es erstmal zum Hauptbildschirm. Naja, 32 HP breit in dem Fall. Und dann gehen wir mal zurück zum Rack. Und da kommen wir eigentlich mal direkt zum Hauptbildschirm vom NerdSec. Hier befinden wir uns im Sequencer-Bildschirm und das ist eigentlich einer der Hauptbildschirme, um seine Sequenz zu arrangieren. Das heißt, dass man verschiedene Patterns zusammenfügen kann, chainen kann, um davon Loops oder Melodien zu machen. Wenn wir uns das mal anschauen, gehen wir mit dem Cursor nach unten. Hier kann man mit dem Cursor navigieren. Und wenn wir uns die Spalten anschauen, dann sehen wir tatsächlich die acht Spuren und die acht Tracks, die der NerdSec hat. Das heißt, Spur 1 bis 6, naja, die wären jetzt hier für die CV-Ausgänge. Und dann Spur 7 und 8, die wären dann für die Audio-Ausgänge oder die Samples halt. Oder Oszillatoren, wie man will. Wie schon erwähnt, es sind vertikale Spalten und ein Musikstück spielt dann auch in dem Fall von oben nach unten. Bevor ich hier in den tiefer in den Sequencer-Bildschirm eingehe, werde ich erstmal durch all die möglichen Bildschirme wandern und mal ganz grob erklären, was sie machen. Moment, kann ich eben meine Knöpfe anschalten, dann kann man auch sehen, welche Tasten ich eindrücke. In dem Fall drücke ich auf auf den Pattern-Knopf, dann mache ich hier, und dann komme ich zum Pattern-Bildschirm. Na,
Hier kann man auch einfach rumnavigieren und das ist halt der Bildschirm, wo man tatsächlich alle Noten eingibt. Oder wo man die Sequenz eingibt. Komme ich auch sowieso drauf zurück. Hat in dem Fall haben wir pro, kann man 16 Schritte sehen, aber jedes Pattern kann bis zu 64 Schritte haben. Dann geht man halt weiter nach unten und dann scrollt das nach oben. In dem Fall ist das ein 16 Schritt großes Pattern. Na, dann gehen wir zum Patch-Bildschirm. Hier kann man jede Menge Effekte und so weiter pro Schritt zurückrufen. Gehe ich auch in einem anderen Tutorial weiter drauf ein. Dann gehen wir wieder mit zurück. Dann machen wir eine Tabelle an. Dann haben wir den Table-Bildschirm oder Tabellen. Und Tabellen ist halt ein Sequencer im Sequencer, womit man Effekte oder halt die eigentliche Sequenz noch weiter manipulieren kann oder transponieren kann. Ja, für Special Effekte. Und man könnte hier auch die eigentliche Sequenz auch scalen. Na, dann gehen wir zum Automator oder Automate-Bildschirm. Hier haben wir verschiedene Automatoren oder Modulatoren, wie zum Beispiel ein LFO oder andere Sachen. Und damit kann man auch wieder Modulationen generieren und die auch wieder auf die Sequenz drauflegen oder damit die Sequenz manipulieren und so weiter. Dann kommen wir zum Projektbildschirm oder Projektmenü. Na, hier kann man Standard-Projekteinstellungen machen, na, wie die Clock sein soll, wie MIDI eingestellt werden soll und so weiter. Oder halt Projekt laden und speichern. Dann haben wir den Setup-Bildschirm und das sind eigentlich all, naja, eigentlich typische Setup-Einstellungen, die macht man einmal und dann nach eigenem, wie man es halt will. Das wäre dann zum Beispiel, naja, wie schnell der Cursor laufen soll und so weiter. Na, das ist halt für jeden individuell, wie er es gerne haben will. Screensaver auf 1 Minute gestellt. Dann haben wir hier die Hüllkurven oder Envelopes. 8 Envelopes haben wir hier. Und die kann man halt hier einstellen und abrufen. Na, dann haben wir den Current Values Bildschirm. Na, dann schalte ich den mal aus. Daher viele Funktionen funktionieren wie einfach ein Drehknopf auf einem Synthesizer oder so. Die stellt man halt in eine bestimmte Position und dann bleibt er dann halt da stehen. Die wichtigsten Drehknopfeinstellungen, die kann man dann halt hier sehen oder anpassen. Dann haben wir noch den Track Setup Bildschirm und das ist dann halt, da kann man halt typische Einstellungen zu der Spur oder zu dem Track durchführen. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter und da haben wir den Random Ranges Schirm oder halt Zufallsbereiche. Hier kann man 16 Einstellungen durchführen, um zufällige Werte zu generieren, die man dann auch wieder für jede Menge Funktionen benutzen kann. Dann gehen wir wieder zurück und dann haben wir noch das Nerd-Menü und das ist so eine Art Kontextmenü, mit dem man verschiedene Einstellungen durchführen kann zum Track, wo man gerade ist oder zu einem markierten Bereich. Wieder zurück zum Sequencer-Bildschirm. Gehen wir kurz hier langs. Also wir haben hier die 8 Spuren, wie ich schon erwähnt hatte, von oben nach unten. Und wenn ich jetzt navigiere, den schalte ich mal wieder an. Wenn ich navigiere, hoch, runter, links, rechts. Und da kann ich auch tatsächlich weiter navigieren. Und das geht auch ganz weit. Anstatt einzelne Schritte zu navigieren, kann ich auch die Up- und Down-Knöpfe benutzen oder Page Up, Page Down. Na, Knöpfe, Taster. Da komme ich dann halt eine ganze Seite nach oben oder nach unten. Na, wie schon erwähnt, um in eine Sequence zu kommen oder in ein Pattern zu kommen,
Dann drücke ich hier Pattern-Taster. Auf der linken Seite sehen wir eigentlich die Nummern von den Sequencer-Reihen. Und naja, hier fällt auch dann schon direkt auf, das geht von 0 bis 9 und dann von A bis F. Das heißt, das ist die hexadezimale Ansicht. Das ist sehr typisch für Tracker. Das heißt, naja, in dem Fall ist das auch übernommen. Und dann geht das weiter mit 1, 0, naja, oder 10 bis 19, dann 1a, 1b, 1f und dann 2, 0 und so weiter. Bis insgesamt 254 Sequencer-Reihen. Die meisten Zahlen, die in Hexadezimal abgebildet sind, kann man auch hier auf der rechten unteren Seite auch in Dezimal sehen. Für die Leute, die da, naja, die nicht so viel mit Hexadezimal haben, kann man die Zahlen hier auch nochmal in Dezimal sehen. Aber innerhalb diesen Sequenzen würde das keinen Sinn machen, weil dann könnte man zum Beispiel mit zwei Digits nur bis Pattern Nummer 99 können. Und naja, man kann bis zu 176 Patterns hier benutzen. Naja, das ist eigentlich einer der Vorteile von hexadezimalen System und ja, man gewöhnt sich halt auch dran. Dann gehen wir weiter im Sequencer-Bildschirm. Wir sehen die Spuren. Hier links oben kann man sehen, ob der Sequencer gestartet oder gestoppt ist. Auf der rechts oben sieht man naja, Sequencer-Bildschirm. Die zweite Reihe ist der Name des Projekts, in dem Fall TUT2 für Tutorial 2. Hier kann man die Schnellheit sehen, 98 BPM. Die Transponiereinstellung, nein, in dem Fall ist nichts transponiert, das heißt, die Noten sind auch genau das, was es sein soll. Und Edit steht an. Das bedeutet, ich kann naja, neue Patterns erstellen oder Noten ändern und so weiter. Das kann man auch ausschalten. Und das wäre vielleicht zum Beispiel für einen Live-Auftritt einfach, weil dann kann man auch nicht zufällig seine Noten verändern. Na, hier drunter sehen wir die ersten sechs Spuren und hier würden Noten stehen. Na, ich mache mal eben eine Sequenz an, um das zu zeigen. Na. War ein bisschen lauter. Na, das funktioniert jetzt auch. Na, hier sieht man die Noten, die gespielt werden. Hier sieht man einen Indikator für den Trigger. Und auf der rechten Seite würde man so den Balken sehen für Modulation. Na, wir haben jetzt im Moment keine Modulation. Von daher, die sieht man jetzt gerade hier nicht. Hier unten sieht man für die Sample- oder Audio-Tracks, kann man sehen, wo ein Sample gespielt wird oder ob da eine Wellenform oder ein Oszillator gerade läuft. Na, weiter unten, dann schalte ich den mal weg. Weiter unten sieht man die Länge des Patterns, wo der Cursor gerade draufsteht. Das heißt, dieses Pattern hat 16 Schritte. Können wir mal eben gucken, ob wir noch eins finden mit 64 Schritten. Ja, der hat 64 Schritte. Ah, der hat 32 Schritte. Und das ist halt die Länge des Patterns, was unter dem Cursor steht. Naja, rechts daneben halt die dezimale Ansicht von der Stelle, wo der Cursor ist und unten die Zeit, seit wann der Sequencer läuft. Ganz unten sieht man die Statusbar und hier werden halt, naja, entweder kleine Erklärungen zu dem Feld, wo der Cursor wieder draufsteht oder halt, wo man sich gerade befindet. Das heißt, hier befinden wir uns in einem modularen Track oder Spur und hier befinden wir uns in der Audiospur. Wenn man gleich in die Patterns reingeht, dann gibt es dann noch mehr Erklärungen zu den einzelnen Effekten zum Beispiel. Was wir hier dann sehen, ist halt das grundsätzliche Arrangement von den Patterns. Und hier kann man halt Patterns zusammenfügen, um dann halt einen, naja, längeren Loop spielen zu lassen oder halt ganze Liedstrukturen zu generieren. Die zwei Striche bedeutet, dass unter dem an der Stelle ist halt kein Pattern hinterlegt. Das heißt, ein leerer Raum. Und hier ist Pattern 1c hinterlegt. Und wenn ich jetzt auf das auf die
den Pattern-Taster drücke, dann komme ich auch in Pattern 1c zurecht. Kann man dann hier rechts oben sehen. Pattern 1c. Na, gehe ich wieder zurück. Dann gehe ich zu Pattern 0e, gehe ich in Pattern und dann editiere ich, kann ich hier Pattern 0e editieren. Um jetzt eine Sequenz zu starten oder eine Spur zu starten, dann gehe ich mit dem Cursor auf die Spur, die ich will starten. Also man kann einzelne Spuren starten oder man kann alle Spuren gleichzeitig starten. In dem Fall fangen wir mal an mit einer Spur. Das heißt, ich gehe auf den Punkt, den ich starten will, in dem Fall dieses Pattern in Reihe 8. Drück ich auf Start und dann startet er diese eine Spur. Und wie man jetzt hört, spielt er auch diese Spur einfach in einem Loop. Und das macht er einfach, weil hier drüber und drunter ist kein anderes Pattern. Das heißt, er bleibt einfach dieses Pattern loopen. Naja, endlos loopen eigentlich. Würde ich jetzt zu einem anderen, jetzt kann ich zum Beispiel zu einem anderen Pattern schalten, durch Start zu drücken. Und dann würde er, wenn das eine Pattern abgelaufen ist, springt er zu dem anderen Pattern. Mache ich jetzt mal. Und wieder zurück. Wenn ich jetzt zum Beispiel an diesem Punkt bin, dann würde er das erste Pattern greifen, was da drüber liegt. Das heißt, wenn ich jetzt auf Start drücke, dann nimmt er das wieder. Da. Und wieder zurück. Ganz einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine ganze Reihe starten will, dann drücke ich auf Shift und Start. Machen wir jetzt mal. Na, hier haben wir auch die Beats direkt dabei. Auf den drei Spuren. Shift und stoppt dann auch den Sequencer. Machen wir nochmal starten alle zusammen. Und dann kann ich auch zum Beispiel die Spur 1 stoppen. Drücke ich einfach die Stopptaste ohne Shift. Und dann stoppt er die eine Se stoppt er die, die Spur 1 in dem Moment, wenn die, wenn das Pattern zu Ende ist. Kann ich auch wieder starten. Naja, und ich kann auch die Sequenz direkt stoppen, indem ich zweimal Stopp drücke. Mache ich jetzt mal. Na, durch zweimal Stopp drücken wird halt die Sequenz, diese Spur direkt gestoppt. Oder wenn man einmal Stopp drückt, dann halt wird die Spur gestoppt, wenn der Sequencer zu Ende ist. Oder wenn das Pattern zu Ende gelaufen ist. So kann ich natürlich. Na, wenn ich jetzt Shift und Start drücken würde, dann kann ich eine ganze Sequenz auf oder eine ganze Reihe von Sequenzen dann starten. Das heißt, ich drücke jetzt auf Shift Start. Dann wieder zurück. Hier habe ich Sequenzen mit einem Stern. Und das bedeutet eigentlich in allen Fällen stopp diese Spur. Das heißt, die Spur wird dann nicht gespielt. Die ist jetzt nicht belegt. Na? Wenn ich jetzt hier drauf drücken würde und Start, dann würde der diese Spur stoppen. So viel dazu. Und Shift und Stopp stoppt halt den kompletten Sequencer. Das heißt, dann wird auch kein Clock mehr rausgegeben und so weiter. Das wäre jetzt ein Loop von einem Pattern. Und das Pattern ist in dem Fall 16 Schritte lang. Na, das können wir hier sehen. Das andere ist dann grau. Aber man kann, und ich habe es auch so eingestellt, dass neue Patterns jetzt 16 Schritte lang sind. Aber die kann man immer anpassen, dass sie auch mehr Schritte haben oder weniger. Hier haben wir das Pattern alleinstehend, das heißt, da drüber oder da drunter ist nichts anderes und da würde das auch einfach nur im Loop spielen. Aber wenn ich jetzt, wie zum Beispiel hier oben, Patterns aneinander gereiht habe, dann ist das gechained und da würde jetzt zum Beispiel in dem Fall vier Patterns hintereinander im Loop spielen.
Na, das mache ich jetzt mal. Drück auf Start. Da kann man halt auch ganz gut sehen, dass der Cursor halt immer ein weiter geht. Das Pattern zu Ende. Und wieder ein weiter. Und auch hier kann ich auch wieder zu einem anderen Pattern schalten. Und wieder nach oben. Na, in dem Fall sind vier Pattern aneinander gelegt. Die sind auch so eine Art Insel. Zusammengefügt zu einer Inselgruppe, würde ich eigentlich fast sagen. Und die würden dann spät. Wenn man jetzt halt ganz viele Patterns untereinander zusammenlegt, kann man halt sein Lied generieren oder ein Song-Arrangement machen. Gut. Ich werde jetzt mal weitergehen und einfach mal eine Melodie machen. Gehen wir hier in so einen leeren Bereich. Das fängt eigentlich ganz einfach an. Ich gehe zu einem leeren Schritt und dann drücke ich die OK-Taste. Und in dem Fall habe ich ein neues Pattern generiert. Hier Pattern 2a. Dann gehe ich in das Pattern und hier haben wir verschiedene Spalten. Und die Spalten haben verschiedene Funktionen. Gerade jetzt bin ich in der Notenspalte. Das ist dann für den Patch, Tabellen, Trigger Gates hier, Modulation, also der Mod-Ausgang vom Sequencer. Dann Effekte, und zwar vier Stück davon. Das heißt, pro Sequencer-Reihe, pro Sequencer-Step kann man im einfachsten Fall vier Effekte gleichzeitig anpassen oder verändern und manipulieren. Und die Groove-Spalte. Alles für später. Um jetzt Noten einzugeben, ganz einfach, wir haben Shift und die Taste nach rechts, fügt eine Note in. In dem Fall Shift und nach rechts oder Shift und nach oben führt die gleiche Note wie beim letzten Mal ein. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal Shift nach rechts drücke, kriege ich hier ein G in Oktave 2. Die Noten kann ich anpassen, Shift-Taste gedrückt halten, nach rechts und nach links geht ein Halbton oder ein Semiton nach oben oder nach unten. Und Shift und nach oben und nach unten, eine Oktave nach oben oder nach unten. Das Ganze kann man auch vorhören, wenn man auf OK drückt. Eine andere Note. Oder wenn man OK gedrückt hält und nach unten navigiert. Und dann kann man halt da lang sehen. Oder wenn man OK eingedrückt hält und dann Shift drückt. Kann man auch die Noten vorhören. Na, in der Sequenz holen wir die mal wieder weg. Na, mit Shift und Delete kann man eine Note wieder wegholen. Und Shift nach rechts, links, oben, runter wieder eine neue Note einfügen. Dann holen wir die mal wieder weg und starten einfach mal den Sequencer. Ja, wie man jetzt sieht, die Note ist eingefügt und die bleibt eigentlich nur an. Das heißt, im Moment ist halt eine Funktion eingeschaltet, die heißt Auto-Gate. Und das heißt, im Moment, dass eine Note vorbeikommt, wird Gate oder der Triggerausgang auf 5 Volt gesetzt oder auf High gesetzt oder angeschaltet. Und wo eine Note an ist, gibt es auch ein Note-Off. Und das hat man mit Shift und Delete oder die unterste Note, kann man halt ein Note-Off einfügen. Das heißt, ich es auf Start drücke, dann sieht man, die Note startet und stoppt dann im dritten Schritt. Na, so kann ich jetzt mal eine Sequenz eingeben. Na, machen wir die mal weg. Schritt 4 vielleicht.
Ja, jetzt haben wir ein E. Dann machen wir hier wieder ein weg. Na, ganz einfach. Nein, in dem Fall, im einfachsten Fall, eine Note an und eine Note aus. Wir haben jetzt in dem Fall, haben wir halt, würde das hier eine Viertelnote bedeuten und der hier würde zum Beispiel eine halbe Note bedeuten, weil die Note geht an und dann zwei Schritte später wird die Note wieder ausgeschaltet. Da wir die Sequenz, naja, können wir mal zum Spaß eben ein bisschen Rhythmus da rein machen. Und das zusammenlaufen lassen. Na, da können wir auch weiter editieren dabei. Stopp, auch hier stoppt den Sequencer. Anstatt den Not an und Not aus, vielleicht will man ja auch eine Note haben, die nicht einen ganzen Schritt lang dauert, sondern kürzer ist und so weiter, oder einfach nur einen Trigger ausgeben. Dafür ist dann halt die Triggerspalte und hier kann man dann eine andere Triggervariation pro Schritt definieren. Ich hole die einfach mal weg. Jetzt. Na, Shift und Delete wieder. Pop. Machen wir eben direkt zum Bildschirm. Wir haben hier ist der Name vom Bildschirm wieder. Hier ist die Nummer von dem Pattern, wo wir gerade drin sind. Das ist der Track, wo wir uns gerade befinden, also in Track 1. Und was für ein Type der Track ist. Und hier, das gibt an, ob eine Tabelle läuft oder nicht. In dem Fall Tabellen, da kommen wir später nochmal drauf zurück. So, wir haben hier die Trigger-Spalte und hier kann man verschiedene Trigger-Typen eingeben. Und naja, fangen wir mal mit dem kleinsten an. Das würde einen Trigger-Puls von 5 Millisekunden generieren. Ich füge die mal alle ein. Ups. So. So, das ist tatsächlich nur ein ganz, ganz kurzer Puls. Und wenn ich den jetzt mal ein bisschen länger mache. Kann man hören, dass man auch verschiedene Pulslängen ausgeben kann. Wie funktioniert das Ganze? Das ist auch eine typische Tracker-Sache. Das heißt, die linke Spalte, da gibt man an, wenn die rechte Spalte 0 ist, dann bedeutet die linke Spalte, wie lang der Puls sein soll für den Trigger. Und unten in der im Statusfeld hier kann man das auch immer sehen. Das heißt, 50 Millisekunden. Und das geht dann halt bis D0 oder bis D kann man halt das sind die maximale Triggerlänge von 65 Millisekunden. Erstmal für einfache Trigger. Man kann natürlich auch längere Trigger generieren, aber das macht man halt wieder über eine andere Möglichkeit. Ein spezieller Trigger ist FE und das bedeutet das Gate anschalten. Und da gibt es natürlich auch wieder ein Gate Off und das ist dann halt 0. Das heißt, hier würde der angeschaltet und hier wieder aus. Gucken wir mal, wie das klingt. Ölkurve ein bisschen dabei. Na, das sind die Trigger-Spezialitäten. Dann haben wir. Wenn das linke Digit 0 ist und das rechte Digit hat einen Wert, dann wären das verzögerte Gates.
Das heißt, das fängt erstmal in dem Fall 15 Millisekunden ist das Gate auf 0 und nach den 15 Sekunden geht er halt nach oben. Und damit kann man halt verzögerte Trigger zum Beispiel generieren. Dann müsste ich dann in dem Fall auch wieder ein Gate 0 machen. Das kommt halt ein bisschen später als der normale Beat. Vielleicht können wir das auch hören. Gucken wir mal. Na, man hört eigentlich, dass der auch ein kleines bisschen später kommt. Machen wir noch ein bisschen später. Naja, so. Wenn wir im ersten und im zweiten was eingeführt haben, dann bedeutet das ein Re-Trigger und das bedeutet eine Wiederholung von dem Trigger. In dem Fall würde das ein Trigger von 15 Millisekunden sein, 15 Millisekunden Pause, wieder ein Trigger von 15 Millisekunden und das Ganze viermal wiederholt. Dann können wir mal eben gucken. Nein, das hört man jetzt nicht. Na, 15 Millisekunden sind auch sehr schnell. Machen wir ein bisschen. Na, hier kann man das schon hören. Nach vier Wiederholungen und jeweils 35 Millisekunden. Na, das ist nicht zu verwechseln mit Ratcheting, weil Re-Trigger, die haben eine feste Zeit von Millisekunden und Ratcheting wäre halt basiert auf dem Tempo des Liedes. Aber da können wir auch hingehen, aber das zeige ich eigentlich lieber kurz mit Drums. Dann kommt das ein bisschen besser zum Vorschein. Ich mache wieder ein neues Pattern und meine Spur 6, da habe ich eine Hi-Hat drauf liegen. Na, im Pattern, jetzt können wir einfach mal ein Hi-Hat angeben von 25 Millisekunden. Na, kommen wir direkt auch mal zu ein paar Funktionen. Also ich kann das Ganze auch markieren, Shift und Mark. Und dann habe ich so eine Art Markierbildschirm. Und dann würde ich jetzt diese vier Reihen alle nur in dem Triggerbereich markieren. Dann drücke ich nochmal auf Markieren. Und jetzt ist das halt in der Zwischenablage. Wenn ich jetzt auf Shift und Copy drücke, dann habe ich die vier Reihen auch kopiert. Man kann auch kopieren und den Rest, was da drunter liegt, nach unten verschieben. Dann würde man Shift, Down und Kopieren drücken. Und dann hat er das Ganze nach unten verschoben. Ich kann das mal eigentlich mal zeigen. Stell, dass wir hier eine 51 von machen. Wenn ich das jetzt nochmal kopiere, da ist immer noch vier Reihen von 50 in der Zwischenablage. Dann hat er die 51 auch weiter nach unten verschoben. Und hier drunter kann man auch sehen, ist auch das Ganze noch. Ne? Wir haben immer noch eine 16-Sequenzspur, aber das bedeutet nicht, dass man hier nicht auch editieren könnte. Ja. Spielt halt nur die 16 Schritte. Hier gilt das Gleiche. Wir haben die Trigger und jetzt könnte ich einen Re-Trigger machen. Na. Bis zum, naja, das brauchen wir hier. Noch ein bisschen weniger. Oder langsamer. Okay, na, kommen wir zum Ratcheting und die Ratcheting-Funktionen fangen ab E0 an. Das heißt, E0 würde in dem Fall noch kein Ratcheting sein. Das würde bedeuten, dass das Gate genau einen Schritt lang anbleibt. Haben wir hier keine Effekte für das Hi-Hat, das wird nur einmal getriggert. Ratcheting einmal, naja, ist eigentlich nur ein halber Schritt, wäre das Gate an. Interessant wird es jetzt, wenn ich es zweimal einstelle. Das heißt, innerhalb von einem Schritt wird auf jeden Fall zweimal der Trigger gemacht. Macht das eben alles ein bisschen langsamer. Da kann man es auch besser hören. Das heißt, ich gehe zum Projektbildschirm und dann geht mit dem BPM ein bisschen nach unten.
mache auch das Pattern eben ein bisschen kürzer. Dann mache ich das mal 4 Schritte lang. Ja, da kann man sehen. Ah, das wäre zweimal Ratcheting, das heißt zweimal pro Schritt, dreimal pro Schritt, viermal. Mal, sechsmal. Naja, bis man es nicht mehr unterscheiden kann, wie oft es ist. Na, das wäre die Ratcheting-Funktion. Und hier hat man dann auch noch mal ungerade Ratcheting-Sachen. Ja, und spezielle Ratcheting-Funktionen. Weiterhin konnte man hier auch über Zufallfunktionen verschiedene Triggerlängen oder verschiedene Ratcheting-Wiederholungen und so weiter per Zufall wählen lassen. Das fängt dann bei F an und dann kann man halt verschiedene Trigger ausführen oder verschiedene Ratchetings. Na, ich kann es jetzt einfach mal laufen lassen. Und der wählt dann jetzt in einem Bereich von 0 bis 100%, also von einmal Ratcheting bis zu den ungeraden Ratchetings, wählt er jetzt einen per Zufall aus. Und so gibt es halt verschiedene Funktionen oder halt, dass er einen Trigger macht in verschiedenen Längen oder halt Ratcheting. FD würde das Gate ausschalten, wenn das anstand, oder anschalten, wenn das ausstand. In dem Fall können wir das hier nicht testen, weil bei 50 wird nur ein kleiner Trigger gemacht und danach steht er immer aus. Das heißt, hier wird er eigentlich immer angeschaltet. Aber für Sequenzen, wo zum Beispiel, naja, das können wir einfach mal so machen. Der würde jetzt jedes zweite Mal würde der stattfinden. Das heißt, geht aus, geht an. Geht an, geht aus, geht an. Geht aus. Und hier kann man tatsächlich auch, wenn man hier guckt, in der Spur oder hier oben, kann man auch sehen, dass er bei jedem zweiten Mal, dass er da durchläuft, oder bei jedem Mal, dass er durchläuft, geht an, geht aus. Geht an, geht aus. Das heißt, er toggelt das Ganze. Wo wir doch sowieso bei der Triggerspalte sind. Nein, man kann die Trigger eingeben. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, um Sachen einzugeben, und das wäre über die euklidischen Funktionen oder Euclidean Patterns. Euclidean Patterns ist ein mathematischer Algorithmus. Man kann eigentlich dadurch bestimmte rhythmische Sequenzen generieren auf eine ganz einfache Weise. Was Wikipedia dazu sagt, ist, mit ihm lässt sich der größte gemeinsame Teiler zweier natürlicher Zahlen berechnen. Was passiert denn echt? Na, ich hole eben diese Sequenz weg. Das heißt, ich markiere das Ganze, drücke auf Shift und Delete und dann ist die weg. Wir haben hier 16 Schritte. Das heißt, innerhalb von den 16 Schritten will ich jetzt zum Beispiel ein Hi-Hat laufen lassen. Das könnte ich natürlich so mit Shift und rechts machen. Mache eben echt tatsächlich einen Trigger davon. Da haben wir ein Hi-Hat. Mit euklidischen Funktionen kann ich natürlich sagen, ich will innerhalb von den 16 Schritten, möchte ich gerne 3 Hi-Hats haben. Und diese euklidische Funktion würde halt die 3 Hi-Hats gleich in diesen 16 Schritten aufteilen. Wie mache ich das? Ich drücke auf Shift und OK hier. Und dann kann ich nach rechts und nach links gehen und damit die Anzahl der euklidischen Elemente innerhalb von diesen 16 Schritten zuweisen. Das heißt, ich habe jetzt einen von 16 zugewiesen. Bei 2 von 16 würde der tatsächlich in den 1 und 8 einfügen. Und bei 3 würde er halt in 5 und 10 diese Trigger angeben. Na, wenn ich jetzt auf Start drücke. Und das ist die beste mögliche Aufteilung innerhalb der möglichen Schritte. Wenn ich jetzt ein paar mehr mache. Naja. 8 von 16. Interessant wird das Ganze, wenn wir einfach noch ein Beat dabei, eine Bassdrum dabei haben. Die machen wir jetzt mal dabei.
ein bisschen. Noch mehr dabei. Unten kann man dann auch sehen, wie viele Trigger in der Sequenz von den 16 Schritten zugewiesen sind. Und es ist auch tatsächlich so, wenn das Pattern länger ist, dann würde der halt die Zuweisung abhängig von der Patternlänge einstellen. Wenn ich jetzt also 64 Schritte hätte, dann könnte ich bis zu 64 von diesen Triggern einfügen. Da, wo ich gerade mit dem Cursor drauf bin, die Trigger werden noch eingeführt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Euklidischen Rhythmus hier einführe, dann würde er zum Beispiel überall jetzt 33 einführen. Ja, machen wir da ein bisschen Beat dabei. Ganze kann ich auch verschieben. Das heißt, wenn ich Shift und OK drücke und dann hoch und runter, dann kann ich die Sequenz verschieben, wobei die dann auch wieder nach oben oder nach unten rausschifft. Das heißt, ich gebe dem mal einfach hier eine andere Nummer, dem hier. Und wenn ich die ganze Sache jetzt verschiebe, na, und dann, guck mal, da oben kommt der wieder zurück. Und wenn ich das Ganze nach oben verschiebe, kommt die so zurück. Die euklidische Sequenz wird auch da, wo ich mit dem Cursor bin, da fängt die auch an. Das heißt, wenn ich jetzt, nehmen wir an, ich hätte jetzt ein Beat von 2 Stück, dann würde er hier anfangen und würde dann, dann auch überlappen, wieder nach oben, wieder die einfügen. Wenn ich jetzt hier wäre, dann wäre das, nicht 4F, 5-0. Naja, da wäre das halt der Startpunkt. Kann man auch halt durch dieses Shiften erreichen. Gut, so viel zu den euklidischen Sequenzen. Gehen wir eben zu den Melodien zurück. Wir haben die Melodien mit den verschiedenen Triggern. Und auch hier kann man natürlich wieder die euklidischen Rhythmen einführen. Im Moment, dass hier ein Trigger eingefügt ist, funktioniert die AutoGate-Funktion nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine 0 einfügen würde für Gate aus, dann würde das Gate an von der AutoGate-Funktion hier keine Wirkung mehr haben. Ich kann Sachen auch markieren und wieder mit Mark und dann kopieren. Nein, hier nochmal kopieren. Mit Shift, Up und Delete kann ich Zeilen löschen und nach oben schieben lassen. Heißt, hiermit schiebe ich nach oben und unten war noch mehr drin. Kann ich natürlich auch während die Sequenz läuft machen. Und ich kann Zeilen einfügen mit Shift, Down und Delete. Kann ich leere Zeilen einfügen und da wird der Rest nach unten geschoben. Und wenn das alles unten weiter als 64 ist, dann wird es halt aus dem Speicher rausgeschoben. Das gleiche haben wir hier auch. Das heißt, wir können verschiedene Sachen markieren. Na, markieren wir das mal. Wieder auf Mark gedrückt. Dann kann ich das hier mit Shift und Copy, kann ich das hier wieder einfügen. Das können wir auch alles machen, während er am Spielen ist. Dann nehme ich mir die Sache hier. Das markiere ich und dann füge ich das hier ein. Hopp. Ja, und dann übernimmt das auch die. Hier habe ich dann auch tatsächlich auch wieder so ein Chain aufgebaut oder die Inselgruppe erweitert, dass das auch direkt spielt. Auch hier Shift und markieren. Wenn ich jetzt Shift und Delete drücke, dann verschwindet die Sequenz. Es kann natürlich sein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oh, das wollte ich gar nicht löschen. Wie kriege ich das jetzt wieder zurück? Na, zu allen oder zu fast allen Funktionen gibt es ein Undo. Das
Das heißt, die kann ich dann die letzte Aktion kann ich dann zurückrufen. Drücke ich auf Shift und Nerd, drücke auf Undo und dann habe ich die Sequenz wieder, die ich jetzt zuletzt zufällig gelöscht habe. Gehen wir wieder in die Sequenz. Na. Na, wir haben die Sequenz hier drin. Machen wir noch ein Beat dabei. Wir haben die Sequenz, wir haben den Beat dabei. Dann komme ich eigentlich zum Mod-Spalte. Und Mod, wie ich schon gesagt habe, ist eigentlich für die Mod-Ausgänge. Und hier kann ich auch Pitches oder Noten eingeben. Das heißt, Shift rechts, links kann ich die Pitches eingeben. Den schiebe ich mal nach oben. Dann können wir die Dezimalwerte sehen. Shift rechts, links einzelne Stellen und Shift hoch, runter, dann größere Sprünge. Und die Pitch-Ausgänge gehen von 0 bis 4095 oder von 0 bis FFF3Fs. Und in dem Fall würde der halt jetzt an dem Mod-Ausgang von demjenigen würde der halt eine Spannung ausgeben. Das zeige ich eigentlich am besten mal mit der Sequenz hier. Filter-Cutoff, den habe ich an der Hüllkurve angeschlossen, aber den schließen wir jetzt mal an den Mod-Ausgang an. Naja, und jetzt würde ich halt ein paar Mod-Werte angeben. Tatsächlich im Sequencer-Bildschirm sehen, wie die Mod-Werte, Modulationswerte verändert werden. Hier die Note und die Modulationswerte. Füll einfach mal was ein. Nein, hier ein bisschen weg. Fast nichts mehr. Hier wieder was dazu. Zusätzlich in der Mod-Spalte kann man auch Musiknoten eingeben und das kann man halt, wenn man über FF hinaus geht, kommt man zu den Noten oder halt als Shortcut Shift und OK, da kann man zwischen den Pitch-Werten und den Noten schalten. Na, die Noten ist eigentlich auch wie ein Pitch-Wert, aber dann halt festgelegt auf die Noten. Macht jetzt hier keinen Sinn, weil wir halt den Filter-Cutoff hier dran angeschlossen haben. Eine weitere Spezialität hier. Und das haben wir auch bei den normalen Musiknoten hier, ist, dass wir auch wieder hier Zufallswert angeben können. Und von 0 bis 100%. Das können wir gleich auch mal ändern. Und ich will einfach mal die jetzt überall hinkopieren. Das heißt, ich markiere das Stück. Und jetzt drücke ich Shift und Down. Das heißt, kopieren und nach unten schieben. Und dann kopiere ich das einfach alles da rein. Und jetzt haben wir eigentlich einen Zufallswert von der Modulation zwischen 0 und 100%, das heißt zwischen 0 und 10 Volt. Gucken wir mal, was da rauskommt. Und diesen Bereich von 0 bis 10 Volt könnte man jetzt auch einengen, dass man zum Beispiel sagt, nur dass er nur Zufallswerte zwischen 8 und 10 Volt machen sollte. Das kann man halt hier in dem Zufallsbereich Bildschirm machen.
Kommen wir zu einem weiteren Beispiel, und das wäre die Effektreihe. Und die erkläre ich eigentlich mal ganz einfach wieder bei den Hi-Hats. Und da werde ich auch in einem anderen Kurs eben drauf eingehen, weil es gibt eigentlich ziemlich viele Effekte, und die jetzt einzeln zu erklären im Basiskurs wäre ein bisschen viel. Fang an, wir haben wieder Hi-Hats und alle 16 spielen ganz normal. Da haben wir hier die vier FX-Spalten. FX 1, 2, 3, 4. Und in den FX-Spalten kann ich verschiedene Effekte einfügen. Machen wir mit Shift und rechts, können wir da reingehen. Und dann, oder mit Shift und links, Shift hoch, Shift runter, ist egal. Können wir hier reingehen. Und dann kann man zwischen verschiedenen Effekten wählen. Kann auch auf OK drücken. Und da kriegt man eigentlich eine Liste von den möglichen Effekten. Was will ich jetzt gerade machen? Na, ich habe den Trigger und alle Trigger, alle 16 Trigger, die spielen immer. Ich will ja gerne eine Wahrscheinlichkeit auf die Trigger legen. Das heißt, ich gehe auf Trigger Probability, also eine Wahrscheinlichkeit. Und die gibt dann an, ob die Trigger spielen oder nicht. Na, in dem Fall legen wir den eben nach oben. Sieht man rechts unten. Nein, hier sieht man die Hexzahl 64 oder 64 und hier sieht man 100. Das ist dann 100% Wahrscheinlichkeit, dass die Trigger hier gespielt werden. Na, wenn wir jetzt das mal auf Start drücken, dann hören wir auch, alle Trigger werden gespielt. Wenn ich jetzt diese Wahrscheinlichkeit ein bisschen runtersetze, na, in dem Fall auf 80%. Da werden nur 80% von den Triggern gespielt. Und wie läuft das? Das heißt, man muss das so sehen, dass von jedem Schritt, nehmen wir an, wir hätten 100 Schritte, dann würden in dem Fall nur 80 von den 100 Schritten würden gespielt. Ob da jetzt ein Trigger steht oder nicht, macht nichts aus. 80% von den Schritten wird ausgeführt oder gespielt. Von den Triggern in dem Fall. Schritt 0 würde der Trigger auf 80% geschaltet. Das ist ungefähr wie so ein Drehknopf. Der wird dann auf 80% gesetzt, bleibt dann auch da. Ich kann hier jetzt zum Beispiel den wieder auf 100% schalten. Das heißt, die ersten 8 Schritte würde jetzt auf 80% Wahrscheinlichkeit die Trigger ausführen oder nicht. Und hier würde er dann halt die alte zu 100% ausführen. Und hier würde er wieder auf 80% schalten. Na, gucken wir mal, ob das auch funktioniert, und ich mache mal hier eigentlich selbst noch, machen wir eben 50% hiervon. 50%. Auch hier hoch und runter für größere Sprünge und rechts, links für kleinere Sprünge. Ah. Na, das heißt, die ersten 8 Schritte haben wir jetzt 50% Wahrscheinlichkeit, dass die Trigger gespielt werden. Und die nächsten 8 Schritte haben wir halt eine 100% Wahrscheinlichkeit, dass sie gespielt werden. Also eigentlich, dass die Wahrscheinlichkeits- oder Probability ist ausgeschaltet. Was ich dann auch direkt erklären kann, diese Einstellung verändert einen Drehknopf. Und das heißt, für diesen Track, Track 6, ist die Wahrscheinlichkeit für die Trigger dann auf 50% jetzt eingestellt. Das bleibt auch so, bis man das wieder zurücksetzt. Das heißt, wenn ich jetzt in der Sequenz, nehmen wir an, ich würde die jetzt löschen, einfach so, ich lösche die. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt immer noch auf 50% eingestellt, weil das letzte Mal, dass der Sequencer da vorbeigekommen ist, stand er auf 50%. Und das ist auch gut so, weil wenn ich jetzt eine andere Sequenz hätte, zum Beispiel hier, nein, nehmen wir an, ich würde jetzt die Sequenz hier spielen mit den 50% und würde hier den Zufallsbereich, wo er jetzt dir gerade nicht spielt, hä? Weil ich bin in einem anderen Pattern, das bin ich gerade am Editieren, da füge ich die ein. Wenn ich jetzt hier löschen würde, will man ja nicht, dass das gerade spielende Pattern davon beeinflusst wird. Die Drehknöpfe, na, so wie ich das nenne, die kann man halt auch dann hier in dem Current Values Bildschirm sehen. Und da haben wir Trigger Probability auf 32 in dem Fall, was 50%
bedeutet. Na, wenn wir jetzt den hier abspielen würden, weil der ist hier auch nicht mehr drin, ne? Den haben wir ja schon gelöscht. Ich kann im Current Values Bildschirm, kann ich die Werte auch anpassen. Und dann gehen wir wieder auf 64 und dann merkt man eigentlich auch dann hier, naja, dass man die wieder anpassen kann. Gut, das gleiche für die Effekte. Wir haben hier unsere Sequenz. Wir haben hier unsere Sequenz. Und hier würde ich jetzt gerne einen Gleiteffekt einführen. Na, das machen wir eben. Drücken wir wieder auf OK. Gehen nach oben. Dann haben wir Glide CV. Und das bedeutet, dass er den CV-Ausgang oder die Note in dem Fall eine Glide-Funktion dranhängt. Na, und hier haben wir Glide 000, ist, dass Glide ausgeschaltet ist. Und hier haben wir erstmal den einfachsten Glide an. Dann hören wir mal eben den Unterschied zwischen den beiden. Mal an. In dem Fall ist Glide eingeschaltet. Dann kann man noch ein bisschen stärker stellen. Na, bis er dazu langsam ist, um die Note zu erreichen. Das war auf 2. Kann man auch hier wieder an einer anderen Stelle ausschalten. Und dann hätte man Glide auf verschiedenen Spuren. Na, jetzt wieder zu dem Current Values gehe, Bildschirm gehe, kann man auch hier wieder sehen, dass der Glide eingeschaltet wird und dann wieder ausgeschaltet wird hier. Und der Glide hat auch noch eine zweite Einstellung und das ist Glide Steps oder die Schritte des Glides und damit kann man eigentlich ein bisschen die Auflösung einstellen von dem Glide, dass man halt so einen Treppeneffekt auch generieren kann oder den halt schneller machen kann, weil der Glide jetzt ist eigentlich relativ langsam und dann machen wir den mal, das ist Glide Steps und dann machen wir den mal ein paar Schritte, das heißt jetzt haben wir größere Schritte. Snappy auch, ne? Wir machen ein bisschen mehr Steps, dann hört man auch den Treppeneffekt gleich. Generieren. Auch hier wieder, wenn ich die jetzt lösche, die Einstellung bleibt und naja, entweder lasse ich den Sequencer eben lang vor hier vorbeilaufen, um das wieder zurückzusetzen. Ja, wieder zurückgesetzt oder halt in dem Current Values Bildschirm. Gut, das zu den Glides und ich denke eigentlich, dass wir dann hier auch wieder so langsam zum Ende angekommen sind von dem ersten Teil. Ich lasse die Sequenz mal ausspielen und beim nächsten Tutorial gibt es dann mehr und da werde ich sowieso die Sachen noch weiter besprechen, die ich jetzt wahrscheinlich vergessen habe. Gucke ich mir nochmal an und dann gehen wir im nächsten Teil auf weitere Funktionen über.
kann ich auch direkt dabei sagen, das war jetzt auch tatsächlich nur ein kleiner Teil von allen Funktionen, die man mit dem NERDSEC machen kann. Also Samples, MIDI-Sequenzen und so weiter, ist natürlich alles noch nicht dran gewesen. Das kommt dann alles noch. Und die ganze Reihe Effekte, die man halt zufügen kann. Gut, ich sag dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hey.